herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Osterhenne. Genau, und heute geht es wieder mal um die Küche renovieren. Küche renovieren, ja, wir haben jetzt hier einen extra Teil, den wir heute machen, weil die Spüle doch mehr Zeit und Aufwand in Anspruch genommen hat. Ja, als wir erwartet haben. Wir haben ja diese Spüle, wo wir jetzt hier direkt hinter sitzen, gestrichen und gemalt. Und denken, das ist ein extra Teil wert, weil wir so etwas auch noch nicht gefunden haben bei YouTube. Das gab es so noch nicht. Eine Spüle angestrichen haben wir jedenfalls so noch nicht gefunden. Wir haben es gemacht, ihr seid dabei, ihr guckt zu, wir gehen ins Detail. Auf geht's. Tschüss. Wieso tschüss? Ach nee, bis bald. Bis gleich. Am Ende sehen wir uns wieder. Da haben wir ein sehr schönes terrakottafarbenes Spülbecken. Das möchte ich gerne versuchen zu streichen. Bin mal gespannt, ob mir das gelingt. Nachdem wir beide jetzt die Spüle ausgebaut haben, sie ist hier, werden wir Folgendes machen. Und wir haben oftmals so etwas bei YouTube gesucht, aber es jetzt nicht gefunden. Ne? Ja, vielleicht ist ja auch eine ganz doofe Idee. Okay, vielleicht ist es eine doofe Idee, sagt Kathi. Wir wollen versuchen, die Spüle zu streichen, zu pinseln und gucken, ob das hält. Das ist so ein Steinkunststoff. Das nennt sich hier PMMA. Ein spezieller Kunststoff, der mit Beton und Steinen versetzt ist. Ich habe gesagt, die Kathi versucht das. Da, genau, rausbauen. Kathi, rollen aus, damit wir diese Spüle jetzt gleich ausbauen können. Als erstes auch hier machen wir mit dem Handy wieder ein Foto von innen, ja, damit wir nachher wissen, wie hat es gesessen. Siehe da, hier könnt ihr dann sehen, wie es innen aussieht. Ja, also, und als nächstes machen wir hier die Scharniere los, damit wir die Tür hier weg haben. Bei diesen Scharnieren, da sitzen manchmal diese Deckel drauf, die könnt ihr runterhaken. Dann nehmt ihr hier hinten los und dann könnt ihr da schon rausnehmen. Gut, dass Kathi da war, die hat das Ganze gefangen. Und jetzt geht es um dieses Gedöns. Das schrauben wir jetzt alles mal eben los. Da haben wir schon den ersten. Die können wir dann auch alle gleichzeitig reinigen. Der Geruch ist natürlich nicht so schön. Hier haben wir ein Siphon und hier hängt die Geschirrspülmaschine dran. Das lassen wir erstmal hängen. Jetzt können wir hier an unsere Absperrhähne. Da hoffe ich, dass die noch drehbar sind, sonst haben wir ein Problem. Ja, sind 20 Jahre nicht bewegt worden. Das geht schon mal. Der ist zu. Das ist hier die Geschirrspülmaschine. So, ich hoffe, das geht so. Soll ja immer nur von Hand bewegbar sein. Drehen wir oben auf. Das Wasser? Ja. Kathi probiert. Natürlich müsst ihr hier den Eimer drunter stellen, wenn Kathi da probiert. Da kommt nichts mehr. Dann können wir den jetzt abnehmen. Ja, so, die könnt ihr losschrauben. Da sind immer so Dichtungsringe drin. Und hier oben, hier mit dem Schlüssel lösen, habt ihr die da auch gleich raus. Und da dreht er im Moment nicht mit da oben. So. Habt ihr die Leitung schon mal weg und hier ist das ähnlich. Wichtig ist, dass diese Stellhähne dicht sind. Das Kaddi hat oben aufgemacht. Eben einmal drunter, so, genau. Und da unten muss er biegen, ne? So, all gut. Wunderbar. Das haben wir noch drin gestanden. Dieser ist einfach nur mit Hand festgeschraubt. Hier sind wir. Ja, also wir haben festgestellt, die Geschirrspülmaschine muss raus, sonst kommen wir oben nicht an die Knöpfe der Spüle, wo wir es lösen müssen. Und dazu müssen wir diese hier eben rausnehmen. Das ist nicht weiter tragisch, die sind meistens immer geklammert. Bei der Geschirrspülmaschine ausbauen, dran denken, hier oben sitzen die Schrauben. Wenn ihr die gelöst habt, müsste der nach vorne zu ziehen sein. Gut. Beim Lösen müsst ihr natürlich hier unten die Füße auch runterdrehen, damit er von oben, Lasko, damit er von oben runterkommt. Ja, dich habe ich ja vermisst. Hier vorne ist eine Schraube, damit können wir den Fuß hinten rauf und runter drehen. Ja?
Und wenn wir den ein bisschen los haben, dann können wir den auch drehen. Kommen wir ein bisschen besser durch. So, und jetzt geht's. So, rausziehen, auf die Anschlussleitung achten. Lasko, machst du hinten los? Geh mal hinten hin, mach mal lose da. So, hier oben sehen wir weitere Schrauben von unserem Spüle. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen und hier mal hintergucken, ja, also das sieht bei allen gleich aus, glaube ich. Hier wurde 20 Jahre nichts gemacht. Dann ist das so. Ne? Dann sammelt sich hier der ganze Staub und Dreck und das muss jetzt alles mal weggesaugt werden. Ja, so sieht das aus hinter solchen Schränken und alten Küchen. Hier könnt ihr noch mal von unten sehen. Die lassen wir dann auch einfach erstmal fallen, dass wir diese Haken hier rauskriegen. Und jetzt müssen wir den von oben langsam lösen. Nachdem wir unten alle Schrauben gelöst haben und wir unten mal ordentlich gedrückt haben, können wir das Ding jetzt nach oben rausnehmen. Ich versuche das jetzt. Fasst lieber so an. Das sind diese Betonwaschbecken und die haben echt Gewicht. Und wechseln wir. Und jetzt gucken wir mal, wo es ist. Hier. Da können wir es jetzt sehen und von hier können wir jetzt auch viel besser die Anbauteile abbauen. Als erstes fangen wir mit diesen an. Der macht hier auf und zu. Das ist einfach. Hier ist so ein rotes Nippchen. Das dreht man hoch. Klack. Oder dann ist es weg. Und dann kann man den hier eigentlich aushaken. So. Den haken wir hier hin aus. So. Den hier da wieder hin. Da haben wir ihn. Ja, kein Problem. Jetzt drehen wir den hier los. Und dann können wir den nach unten wegnehmen. So, damit uns die Sachen nicht verloren gehen, packen wir das hier wieder drauf. Und auch hier oben den hier. Machen das ein bisschen fest. Fertig. Jetzt nehmen wir diesen lose. Hier ist ein Gelenk, ja, ein, und den hier, ja, der ist natürlich auch dreckig. Das nehmen wir gleich von unten nochmal los. So, um diesen hier runterzunehmen, von hier unten steckt eine 13er. Oh, jawohl, ja, da müssen wir auch sauber machen. Ja, so, jawohl, jetzt haben wir den Rest auch raus. Alles auseinander. Boah, das liegt ja unten. Jawohl. Ja, das passiert, wenn wir keinen Eimer drunter haben. Ärgerlich. Hier geht's gleich an den zweiten. Ah, der dreht mit. Das ist natürlich prima. Hier dreht es hier im Röhrchen mit. Das ist nicht schön. Als nächstes schaben wir hier diesen Dreck runter. Jetzt sehen wir hier den ganzen Dreck, den wir hier von der Kante runtergeholt haben, damit sie nachher sauber auffliegt. Auch diese beiden Dichtflächen und diese hier haben wir aufgereinigt. Also hier laden wir mal alles ab, also das ist kein Problem. Das scheint bis jetzt gut zu funktionieren. So, jetzt haben wir hier einen Tafellack. Damit wir mal eben sehen, womit wir das versuchen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier gut erkennen. Das ist das Zeug, womit wir das versuchen werden. Ich weiß nicht, wo die Kathi das her hat, aber das... Vom großen Versandhändler. Vom großen Versandhändler. Okay, vielleicht machen wir euch da eine Verlinkung zu, wo wir das her haben. Und das wird aufgetragen mit solchen Tüldingern hier. Ja, mal gucken, ob das klappt. Sind also, die dafür extra gedacht? Nein, das ist... also das sind... welche aus dem Malbedarf, aber da stand, dass man die Farbe im Schwamm auftragen soll. Okay, also wir versuchen diese Farbe im Schwamm aufzutragen. Kathi macht das und wir sind dabei. Wir gucken uns das Ganze an. Auf geht's. Jetzt drehen wir die mal um, vorsichtig. Als erstes sehen wir jetzt, wie die Kathi das Ganze hier jetzt entfettet. Das heißt, dass alles fettfrei macht. Und ja, wir schauen zu.
drinne sehen wir hier die meisten Verfärbungen und auch das Ausgewaschene. Hier ist ein bisschen Schattenbildung drin, aber das machen wir jetzt mit Aceton sauber und dann werden wir streichen. Und das stinkt. Hierbei ist es wichtig, die Räumlichkeiten gut zu lüften, denn ansonsten kippt man von der Leiter und das will man nicht und dann geht's weiter. Kathi, die fängt jetzt an hier mit der Kreidefarbe. Nee, Tafelfarbe. Jetzt bin ich gespannt, ob das was wird. Ob das was wird. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich habe die Spüle mittlerweile zweimal gestrichen, aber sie benötigt noch einen dritten Anstrich. Das Streichen mit diesem Pinsel bzw. mit dem Schwamm ist sehr gut, weil das Streichergebnis einfach viel gleichmäßiger ist. Die Dose habe ich jetzt gut aufgeschüttelt und jetzt geht's los. Ich kippe hier immer so ein bisschen auf den Pinsel, auf dieses Dings, also nur so ein ganz bisschen und verteile das dann, weil diese Farbe unheimlich ergiebig ist. Und dann mache ich das erst so in die eine Richtung, wie man das jetzt so sehen kann, so glatt weg. Und dann hier haben wir so ein Querstreben, da gehe ich dann nochmal so ein bisschen rein, damit auch überall Farbe hinkommt. Aber diese Farbe ist einfach sehr pigmentreich, also dass man auch wirklich gut das alles abdecken kann. Die Tafelfarbe, die ich hier verwende, ist auch so, dass ich den Pinsel, den anderen habe ich erst weggeschmissen, das braucht man aber gar nicht, kann man einfach mit Wasser auswaschen. Da braucht man kein Terpentin oder so, sondern das geht ganz bequem mit Wasser und so. Aber es ist auf jeden Fall zwingend notwendig, dass man so einen Schwamm benutzt. Sonst wird das Streichergebnis nicht so gut, denke ich mal. Hier haben wir die neue Armatur schon wieder eingesetzt. Hier ist drauf zu achten, wenn ihr diese Armaturen einsetzt. Wir gucken uns das mal von unten an. Diese Schraube hier, die dürft ihr nicht zu stramm anziehen, weil das kann ihr immer mal wegknacken, das Ganze. Und diese Schläuche, den hier und diesen hier, die dreht ihr natürlich vorher rein. Und von oben sieht das Ganze so aus, ne? So, das ist die Armatur hier drauf. Hierfür können wir auch unsere Sprengringzangen, Sicherungsringzangen gut nehmen, um das hier gut greifen zu können, um den hier wieder reinzudrehen. Das ist sonst ein bisschen schwierig. So, und dann seht ihr den hier unten schon, da ist er, dann ist der auch schon mal drin. Hier seht ihr jetzt das Waschbecken nochmal in seiner ganzen eingebauten Pracht. So sieht es aus, eingebaut und gestrichen in Eigenregie. Ja, und wie es sich weiter verhält, das werden wir in den nächsten Filmen berichten. Das war mal eben so ein Extra zu dem Waschbecken Spüle. Ja. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Schauen und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, guckt die anderen Filme. Genau. Wir müssen hier noch die Bretter einsetzen und so ein paar Sachen machen. Lasko, mach mal hier oben hübsch. Guck mal, hier ist noch eine kleine Kaltschnauze hier unten, der guckt ja uns auch immer zu. Ja, schaltet den ein und guckt euch den Rest an, wie wir die Küche renovieren. Da sind noch ein paar gute Tipps bei, würde ich sagen. Und wir sagen bis dann, ne? Tschüssi. Tschüss. Gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn es besser gefallen hat, abonniert uns, ne? Lasko, kommentiert.